Okay. Let the games begin. Ah, Passwort. Das war das hier. Letzte Login vor 8 Tagen von Terminal 1. Verzeichnis. Schauen wir uns hier erstmal den Rechner an. Ah ja. Okay, Fabrikstatus. In Betrieb geöffnet, Wartungsmodus im Betrieb aufgesperrt, Roboterhalle tödlich, Laserhalle tödlich, Piloton 3000 Temperatur kalt. Tic-Tac-Toe. Oberste Reihe, Mitte. Wir müssen Tic-Tac-Toe. Unterste Reihe, nein, Quatsch. Oberste Reihe, links. Unterste Reihe, links. Mittlere Reihe, rechts. Es wird dann unentschieden. Natürlich. Unterste Reihe, rechts. Willkommen bei Colossal Dungeon Quest 2, geschrieben von Ron Gilbert, Kommentar Mods von Chuck Edmund. Du erwachst in einem dunklen, klammen Raum. Der Fußboden ist harter Stein. Schwaches Licht kommt von Westen. Geh nach Westen. Du stehst in einem langen Steinkorridor nach Ost und West. Es riecht nach Tod. Geh nach Westen. Du stehst in einem großen Raum. Ein Lichtstrahl kommt aus der Decke. Im Norden hörst du einen Fluss. Sieh dich um. Okay. Geh nach Norden. Der Pfad endet in einer Sackgasse. Es gibt keinen Ausgang außer nach Süden. An den Mauern sind seltsame Höhlenmalereien. Untersuche Malereien. Dies sind seltsame Zeichnungen, die Menschen zeigen, die in Panik vor Robotern fliehen. Andere Menschen steuern die Roboter mit Joysticks und lachen dabei. Geh nach Süden. Geh zum Licht. Die Öffnung ist zu hoch. Geh nach Osten. Du stehst in einem langen Steinkorridor nach Osten und Westen. Es riecht nach Tod. Geh nach Westen. Ein Lichtstrahl kommt aus der Decke. Geh zum Licht. Die Öffnung ist zu hoch. Nach Norden. Okay. Okay. So, finde heraus, was mit Dad passiert ist. Ist jetzt drei. Okay, und die Fabrik weiter untersuchen. Aber ach so, hiermit, ne? Aber da kommen wir nicht rein. It's locked with a foolproof electronic locking mechanism. Das hat jetzt auch nicht so viel gebracht, wie ich eigentlich gehofft hatte. Moment. Ist immer so, ich denke mir immer, oh geil, jetzt haben wir hier irgendwas total Tolles erreicht. Fabrikstatus. Wir versuchen nochmal Tic-Tac-Toe. Mittlerste Reihe, Mitte. Untere Reihe rechts. Obere Reihe Mitte. Und es wird wieder ein Unentschieden. Mittlere Reihe links. Und unterste Reihe links. Mann, ich will mal gewinnen. Okay. Nochmal. Okay. Unterste Reihe rechts. Unterste Reihe Mittel. Oberste Reihe rechts. Das kann ja was werden. Es wird wieder ein Unentschieden. Mittlere Reihe links. Und obere Reihe Mitte. Okay, nochmal. Hallo Yoshi. Mittlere Reihe links. Untere Reihe links. Unterste Reihe rechts. Und es wird wieder ein Unentschieden. Oberste Reihe Mitte. Mittlere Reihe rechts. Was? Tic-Tac-Toe? Ja, so sieht's aus. Hey, Tic-Tac-Toe. Mittlere Reihe mit. Ich will einmal gewinnen. Ich habe keine Ahnung, ob es irgendwas bringt, aber ich will gewinnen.
Was? Schon wieder wird keiner gewinnen. Mehr kann Raymonds Rechner nicht. Genau. Mehr schafft er nicht. Das kann doch nicht sein. Ich will jetzt gewinnen. Oberste Reihe links. Unterste Reihe links. Mittlere Reihe rechts. Mittlere Reihe. Entschuldigung. Unterste Reihe rechts. Und oberste Reihe Mitte. Okay. Athanasius, ich mache jetzt mal jeden Zug. Du sagst mir jetzt komplette zu. Ah, das ist mit der Verzögerung zu lange, leider. Okay, Mitte, Mitte. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen den irgendwie in so eine Zwickmühle bringen, dass ich mit einem Dings dann zwei Dinger machen kann. Jetzt wieder Mitte. Mitte, Mitte habe ich ja schon. Mitte. Mitte wo? Mitte oben? Mitte oben, dann macht er unten. Dann mache ich da, dann macht er da. Unten links, okay. Unten links. Jetzt macht er da oben. Jetzt muss ich ja dahin. Sonst hat er gewonnen. Und schon wieder wird keiner gewinnen. Ja, Mitte, das ist meistens mein erster Zug. Dann geht er jetzt da oben hin. Achso, unten Mitte. Dritter oben links. Vierter unten links. Jetzt hat er gewonnen. Du hast verloren. Ändert sich aber nichts. Unten links, unten Mitte. Unten links. Da gucken gerade 10 Leute zu, während ich Tic-Tac-Toe spiele. Unten Mitte. In der Ecke starten, dann setzt der Gegner in die Mitte, dann du diagonal gegenüber das Eck. Müsste funktionieren. Okay. Soll gleich nochmal machen. Gleich mache ich deins Magel. Mittlere Reihe rechts. Und oberste Reihe rechts. In der Ecke starten, dann setze ich Gegner in der Mitte. Okay, Moment, ich probiere es mal. Fangen wir mal oben links an. Gegner setzt in die Mitte, genau. Dann du diagonal gegenüber das Eck. Okay. Unten rechts. Warte. Doch mittlere Reihe, linke Spalte. Was? Oh, da habe ich verloren. Was sagt Yoshi? Yoshi sagt unten links. Dann oben rechts. Ist ja genau dasselbe, was Dings gerade sagt. Dann irgendwo in die Mitte. Mitte ist jetzt nur noch das hier offen. Jetzt geht er dahin. Jetzt muss ich ja dahin.
Und schon wieder hat keiner gewonnen. Ich fürchte, wir müssen mit dem Text-Adventure irgendwie weiterkommen. Sieh dich um. Schwarzes Licht kommt von Westen. Dings, Dings, was? Oh, oh, ich bin nach Osten gegangen. Moment. Klappt auch nicht, nee. Du gehst in eine dunkle Kammer. Du siehst ein Licht, als ob Speere in deiner Laterne glitzern. Aber es ist zu spät. Du wirst aufgespießt, bevor du reagierst. Du liegst schon in der dunklen Kammer. Das Blut tropft aus deinen Venen. Dein Bewusstsein schwindet langsam. Du suchst nach dem Grund deiner Anwesenheit. Was hat dich in die dunkle Todeskammer geführt? Hättest du eine Wahl oder wurdest du für dich gewählt? Als dir alles klar wird, gewinnt der Tod. Das gibt mir zu denken. Okay, was im Fall. Geh nochmal nach Osten. Was für ein bescheuertes Ende. Okay. Nee, Quatsch. Ich wollte eigentlich hier hin. Okay, dann gehen wir nach Osten. Ach, Quatsch. Wir müssen nach Westen. Wir müssen nach Westen. Stellst du mal einen langen Steinkorridor nach Ost und West. Nach Ost, da komme ich jetzt wieder zurück. Genau, dann gehen wir nach Westen. Gehen wir nochmal nach Westen. Stehst du an einem großen Raum. Lichter kommt aus der Decke. Im Norden hörst du einen Fluss. Sieh dich um. Geh zum Licht. Das Öffnung ist hoch. Geh nach Osten. Nach Westen kann ich nicht mehr weiter. Dann kommen die Malereien und du, das haben wir eben schon gemacht. Geh nach Süden. Geh zum Licht, die Öffnung ist zu hoch. Geh nach Osten. Ja, das weiß ich nicht. Da können wir also irgendwie nichts machen da scheinbar. I think I've seen this painting. This painting is firmly nailed to the wall. Okay. Wir haben also nicht wirklich viel geschafft. Also sieht sich die Fabrik weiter ab. Wir gehen einfach mal noch in die Fabrik, aber ich denke. Jetzt zerlegt ein Virus auf Disketten. Waren das immer schon Disketten? Hier kann ich ja auch sonst nirgendwo mit interagieren. Weil sie sagte, die Fabrik weiter angucken. Aber ich glaube. Oh, Staubkorn. Ich glaube, das ist. Da ist diese eine Tür, diese verriegelte Tür ist damit gemeint. Sonst nix. Wie viele Staubkörner brauchen wir noch? Zwei! Zwei! Okay, die Frage ist, wie kommen wir in diese eine Tür? Dafür ist dieses Frühspiel leider bekannt, dass man sich schnell verläuft und schließlich gar nicht mehr aus dem Maze herauskommt. Ach so. Ja. So fühle ich mich bei diesem Chuck's Adventure auch. Ich will hier rein, in diese Schutztür. It's locked with a foolproof electronic locking mechanism. Finden wir da irgendwelche Hinweise in seinen Tagebüchern? Er versteckt sich ja im Dings. Im Text-Adventure. Danke für die Loots übrigens. Sehe ich gerade, dass da welche reinkamen. Habe ich gar nicht direkt gesehen. Was denn? Achso, Lockout kann ich gar nicht. Ich kann hier nur nach Westen. Dann nach Osten bin ich wieder zurück. Westen. Westen. Norden. Dann kann ich nur wieder zurück. Nee. Hm.
Wir müssen irgendwas mit diesem Gemälde. Ich wette, es ist irgendwas mit diesem Gemälde. Ich komme wieder nicht drauf. It only works on vacuum tubes. Ja, das habe ich mir fast gedacht. It doesn't work on that. Wir müssen bestimmt irgendwie vom Computerterminal aus. Root war bin games tubes tmp. Aber ich kann ja auch, ne, ich kann nichts tippen oder so. Ich kann mir die Verzeichnisse kann ich mir einfach nur angucken, ja? Da kann ich nichts mit tun. Pelotron Temperatur kalt. Schon auffällig, ja, ne, hier diese Falltür, das ist sehr auffällig, unauffällig. Die Frage ist nur, wie ich damit irgendwie interagieren kann. Vielen Dank für den Loot. Vielen, vielen Dank für den Loot. Irgendwie müssen wir da reinkommen. Und irgendwie müssen wir auch hier draußen reinkommen. Oh, es war ein Loot für Prey, sehe ich gerade. Oh, da freue ich mich ja schon sehr drauf. Moment, er hat doch jetzt... Er hat den Ziegelstein. Den könnten wir da vielleicht auch noch für irgendwas brauchen. Ah, ist wieder irgendwas im Loot gestanden, was ich nicht lesen konnte, ja? Hard to unwrap. It's a sheet of aluminum foil. Ziegel C4 Sprengstoff. It's a brick of C4 explosive. Better be very careful with this. Nee, ich drücke, nutze. So, I'd better save it for something else. Dolores, geh mal weg, bitte. Take cover! It's gonna okay, sie geht blow! Aber natürlich geht sie trotzdem auf. Natürlich. Was die Loot schickt, ja, geht mich gar nicht. Nein, 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 du sollst nicht gehen. Du sollst gehen. Ja, ja, was die Loot schickt, geht mich gar nichts an. Ich weiß, ich weiß. Oh. Nehme Staub. I have become one with Pelotron 3000. And you are all doomed. Sicherer Tod. I'm not going in there. You will never defeat me. You are all doomed against the AI power of Pelotron. I can't reach that. Warum steht da sicherer? Soll das ein Witz sein? Ich hoffe, es soll ein Witz sein. I can't reach that. Nein, du sollst da drin. You will never defeat me. It doesn't seem to fit that. I'm sure it has a very important use near the end of the game. There is no way to get by my computer-controlled robot arms of death. My evil computer-controlled robot arms are too powerful for... Okay, computergesteuerte Arme. Fabrikstatus. Tödlich, tödlich und kalt. Ach so, das Gesicht habt ihr gar nicht gesehen. Okay, wir gehen gleich nochmal hin. Ich fürchte fast, wir müssen den Tic-Tac-Toe gewinnen. Oder wir müssen wir müssen ihn irgendwie überhitzen. Aber ich weiß noch nicht wie. Oberste Reihe, Mitte. Mittlere Reihe, Mitte. Quatsch. Mittlere Reihe, links. Frame muss der Rambit auch spielen mit seiner Arcane Community? Ja, und das wird er auch. Das wird er auch. Mittlere Reihe, rechts. Mittlere Reihe, Quatsch. Untere Reihe, rechts. Schade. Doch, ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Warum hat er das gemacht? Oberste Reihe, rechte Spalte. Toll. Hat auch total viel gebracht. Hat auch total viel... Toll, jetzt haben wir im Tic-Tac-Toe gewonnen und es hat überhaupt nichts gebracht. Verdammt.
There is no way to get by my computer-controlled robot. Überhitzen Tic-Tac-Toe, genau, das habe ich gedacht. You will oder sich die Falltür bewegen. Okay, warte. I think I've seen this. This painting is firmly nailed to the wall. Ich habe Tic-Tac-Toe gewonnen und es hat überhaupt nichts gebracht. Es hat nichts verändert. Es hat nichts getan. Ich würde jetzt öfter gewinnen oder was? Kann ich währenddessen wechseln? Nee, kann ich nicht. Okay. Wir müssen den, also ich gehe stark davon aus, wir müssen den irgendwie überhitzen oder so. Irgendwas hat es mit diesem Adventure auf sich, aber ich weiß noch nicht was. I think I've seen this painting somewhere before.